Das nehmen wir auf die Eins. Nachrichtenmacher unter sich haben wir dieses Podium überschrieben. Und ich begrüße sehr herzlich Maike Pies. Schönen guten Tag. Sie betreut verschiedene TV-Projekte redaktionell, unter anderem auch 9,5. Darüber kamen wir auf Maike Pies. 9,5 ist ein, wie nennt man es jetzt offiziell, Kinderreportage-Nachrichtenformat. Ja. Genau, 9,5, ganz kurz, hat tatsächlich vor 12 Jahren begonnen, damals unter dem Titel Nachrichtenmagazin. Es war ein wöchentliches Magazin in der ARD und wir haben uns jede Woche ein Schwerpunktthema aus den Nachrichten rausgepickt und Hintergründe geliefert. Wir haben uns über die Jahre verändert und entwickelt. Inzwischen haben wir den Namen auch abgelegt, bezeichnen uns als Reportermagazin und beschäftigen uns aber thematisch nach wie vor als einziges Kinderformat in der ARD nach wie vor mit Themen aus Politik und Gesellschaft und haben dadurch auch nach wie vor einen Fokus natürlich auf nachrichtliche Themen. Aber so ganz streng genommen sind wir nicht Nachrichtenmacher, wir arbeiten nicht tagesaktuell und haben auch nicht ausschließlich nachrichtliche Themen, sondern das ist ein Teil. Schön, dass Sie da sind. Genauso begrüße ich Monika Pilatz, Chefin am Zeit Online Newsdesk. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und Tilman Aretz, haben wir schon gerade gehört, Gast im Publikum, außerdem auf dem Podium und Chef von ntv.de. Schöne Runde, finde ich. Sie müssen das Mikro, glaube ich, noch anmachen. Kurzer technischer Hinweis. Wir haben jetzt schon so viel gehört und zwar von allen Seiten. Man sieht ja, dass dieses Thema so breit ist. Man kann über die Emotionen sprechen, man kann über Intermediäre sprechen, die wiederum dann dafür sorgen, dass die Nachrichten bei den Menschen landen und vorher noch aus Filterblasen nicht herauskommen und man da eben diese neuen Aspekte sieht, die man mit denen dann auch Nachrichten anders betrachtet werden müssen. Aber zunächst haben wir uns auch wirklich in der Vorbereitung manchmal gefragt, was ist denn eigentlich jetzt nochmal eine Nachricht? Also man denkt, man spricht darüber und man weiß es sofort. Die Wikipedia sagt Folgendes, das haben wir nochmal rausgeschrieben. Die Nachricht ist eine journalistische Darstellungsform und teilt eine Neuigkeit mit. Vielleicht steht es auch auf der Wand oder auch nicht. Und teilt eine Neuigkeit mit, die für den Leser bzw. Hörer von Interesse ist. Im Gegensatz zum Kommentar sollte eine Nachricht objektive Sachverhalte darstellen und frei von subjektiven Einflüssen sein. Subjektive Färbungen durch Auswahl oder Wortwahl sollen vermieden werden, kommen jedoch in der Praxis häufig vor. Das hat natürlich jetzt gar kein wahnsinnig kluger Journalistikprofessor geschrieben, sondern die Wikipedia. Aber immerhin heißt es, verschiedene Leute haben genau das zusammengetragen, was eben auch eine Nachricht sein kann. Diese Definition muss natürlich vage bleiben, deswegen die Frage an Sie drei, was ist denn für Sie eine Nachricht in Ihren jeweiligen Kontexten? Also das, was am meisten daraus sticht, ist ja die für den Leser oder Hörer von Interesse ist. Tilman Aretz, was ist für Sie eine Nachricht? Also der Aspekt Neuigkeit würde ich schon mal auf jeden Fall, hätte ich auch genannt. Und von Interesse, das ist wichtig tatsächlich, Relevanz ist ein großes Stichwort, aber es ist nicht auch so ein, ich kann gleich in die Floskelwolke gehen, es ist relevant, was ist relevant? Und da kommt das Interesse hin, das muss natürlich beim Publikum, beim Leser, bei uns Leser, beim TV-Zuschauer, Tagesschau als Stichwort, das muss irgendwie ankommen. Es muss eine gewisse Relevanz haben, es muss einen Informationsgehalt haben vielleicht, nicht immer alle Kriterien erfüllen, aber Informationstransportieren, Fußballergebnis ist reine Information, 2-0 gewonnen. Es kann auch unterhaltsam sein, das würde ich auch sagen, auch unterhaltende Elemente sind eine Nachricht, es ist nicht alles nur Politik, Wirtschaft und dann der Rest ist Tratsch und Klatsch, sondern auch unterhalten gehört zu einer Nachricht dazu mit Sicherheit. Im besten Falle trägt das bei zu einer Wissenserweiterung, machen ja alle Medien inzwischen, was steckt dahinter, es gibt keine Nachricht hinter der Nachricht, glaube ich, das gibt es nicht, aber Dinge zu erklären, Sachverhalte aufzuzeigen, was eigentlich passiert ist und Dinge nachzuzeichnen, ohne die kleinen Schnipsel, die man vielleicht bei Facebook findet, dass man Gesamtbilder zeichnet, alles das gehört für mich zu einer Nachricht. Mhm. Möchten Sie das ergänzen, Frau Pilatz? Das ist ja schon eine ganz gute Zusammenfassung. vielleicht kann man nochmal auf ein paar Unterschiede eingehen zu früher, was auch sozusagen den Beruf eines Nachrichtenredakteurs ausmacht. Ich glaube, dass die Auswahl eine wesentlich größere Rolle spielt, nämlich diese ganzen sozialen Medien und so weiter, auch der Zugriff auf internationale Medien führt natürlich dazu, dass die Informationsvielfalt wesentlich größer ist als früher und auch zu einer größeren Auswahl führen muss. So, und inzwischen ist es, glaube ich, so, dass Nachrichtenredakteure viel, viel stärker in der Rolle sind, auszuwählen. Das würde ich denken, ist ein wichtiger Unterschied. Dann denke ich, dass der Schnelligkeitsdruck deutlich zugenommen hat. Also man sieht parallel, wer bringt was, und zwar nicht nur national, sondern international.
Vielleicht dazu ein kleiner Einschub. Wir haben bei uns am CVD, also beim Chef vom Dienstplatz, 5 Bildschirme. Oben haben wir 2 Bildschirme, wo immer die, auf der einen Seite die internationalen großen Medien, und zwar auch India Times und sowas, einlaufen, und rechts die nationalen Medien. NTV ist natürlich auch dabei, sodass man im Prinzip ständig sieht, was machen die anderen so. Man kommt dann dazu, so, wo ist denn unser Profil? Und das ist ja was, was vielleicht auch für die Mediennutzung inzwischen relativ schwierig ist. Bei vielen Medien bekommt man sozusagen denselben Stoff. Und das Interessante für uns Journalisten, auch für uns Nachrichtenjournalisten, ist zu zeigen, was ist unser eigenes Profil. Vielleicht soweit. Mhm. Genau auf dieses Profil können wir vielleicht gleich noch eine Frage weitergehen, dann kommen wir gleich zu Maike Pies. Wenn Sie schon sagen, Sie gucken natürlich, also Nachricht machen bedeutet auch eben nicht zu gucken, was macht mein eigener Reporter irgendwo, sondern auch zu gucken, was machen denn gerade die anderen, also was scheint denn gerade wichtig zu sein oder wo gehen viele drauf, was heißt das eigentlich für die Frage, wo eigentlich, gerade wenn Sie sagen, ausländische Medien werden beobachtet, und das hatten wir jetzt auch in dem Kenia-Beispiel eben, und es wird immer wieder diese Frage gestellt, und da kommt die Relevanzfrage auch mit rein, was ist denn, wo ist denn die Grenze, ab welchem Land wird es denn uninteressanter, oder wie weit weg ist etwas, dass es nicht mehr eine Nachricht für uns sein kann, wie vermischen sich da die beiden Entfernungs- und Relevanzkriterien miteinander? Das ist, glaube ich, wahrscheinlich gibt es keine allgemeingültige Antwort. Naja, je relevanter was ist, desto weiter weg darf es auch sein. Mhm. Vielleicht kann man es so beantworten. Ja. Aber natürlich sind für uns bestimmte Kontinente interessanter. Ne? Also da kommt dann auch sozusagen das Leserinteresse wieder rein. Das ist bei Zeit Online-Lesern ganz stark auf den angloamerikanischen Raum konzentriert, sodass dann beispielsweise riesige Räume wie Südostasien oder gerade auch Afrika leicht mal aus dem Fokus rutschen. Da ist es natürlich dann schon hilfreich, wenn man auch Redakteure hat, die das als Schwerpunkt haben und damit in den Konferenzen rumnerven und sagen, ja, wir müssen aber jetzt auch tatsächlich mal wieder Boko Haram uns anschauen. Was ist denn da eigentlich passiert? Mhm. Gleich, wenn ich kurz noch sagen darf, bitte. Ganz im Vorgespräch schon, es gibt doch, glaube ich, einen etwas überholten Relevanzbegriff, der noch durch Nachrichtenredaktion geistert. Ich sag mal, klingt immer schlimm, aber Unglücke, die irgendwo in der Welt passieren, haben für uns, mit vielen Toten, haben für uns immer eine hohe Relevanz. Und kommt auch in der Tagesschau regelmäßig vor, wo ich mir doch oft denke, das kommt bei dem Großteil der Zuschauer, wird das nicht ankommen. Also schon ein Beispiel, immer irgendein Fährunglück es ist schlimm, dass die Leute dort ertrinken vielleicht, irgendwo in Indonesien, keine Ahnung, weil irgendeine Fähre untergangen ist und mit 22 Toten. Dann poppt erstmal auf, es gibt wahrscheinlich eine DPA-Meldung dazu, aber bei Ihnen, ich behaupte es wird ein bisschen Widerspruch geben hoffentlich, soll ja sein, kommt das in der Tagesschau nicht richtig an. Die Nachricht nimmt man so wahr, man überlegt kurz, wo liegt nochmal Indonesien, bin ich da schon mal gewesen, was für eine Fähre war das wohl, Holzkahn. So, dann kommt das nächste Thema, vielleicht kommt dann Müll in Neapel und das ist mir viel näher. Und dann sage ich, okay, und diese 22 Toten, da neige ich dazu, in der Redaktion zu sagen, das machen wir nicht. Das ist nicht relevant für uns. Jetzt sind wir im Zwiespalt, NTV ist nur das Nachrichten, was vielleicht mit am schnellsten sich dreht. Deshalb haben wir die Frage mit Neuigkeiten, natürlich das Publikum macht, wir werden ja über die App genutzt hauptsächlich inzwischen schon, kommen wir vielleicht noch zu, die Nutzung ist ja auf die Mobilgeräte gewandert. Und das Publikum macht dauernd die App auf und sagt, gibt es denn was Neues? Gibt es irgendwas Neues? Und wir sagen würden, liebes Publikum, gibt gerade nichts. Stand von 10 Uhr ist noch relevant. Das kann man nicht machen. Also drehen wir vielleicht auch sowas weiter, aber ich würde schon sagen. Macht ihr täglich, ne? Deshalb ist es tatsächlich schwierig, die Frage zu haben, gibt es eigentlich so für das Interesse des Publikums, für den Relevanzbegriff, deshalb wieder die Frage, unterhaltsam, interessant, auch diese Sachen spielen eine Rolle. Man müsste ja glauben, dass Maike Pies eigentlich auf diese Relevanzfragen die beste Antwort haben müsste, weil sie so unabhängig sein könnten, also entweder, oder sie sind wieder davon abhängig, weil sie natürlich das machen müssen, was die Redakteure für die Erwachsenennachrichten entschieden haben, wird dann wiederum auch natürlich die Kinder beeinflussen und man wählt die Methode, wir erklären das, was die Kinder eh mitnehmen müssen, oder haben Sie ein anderes Relevanzkriterium für Ihre Zielgruppe ausgewählt, also jetzt auch eben als Reportageformat, das ja Nachrichten erklärt?
Ja, wir sind auf jeden Fall in einer ganz anderen Situation, deswegen kann ich natürlich begrenzt spielen, so Faktoren wie neu ist die Nachricht bei uns natürlich nur bedingt eine Rolle. Mhm. Wir senden einmal wöchentlich, das ist nie neu. Mhm. Also wir brauchen für unsere 10-Minuten-Sendung auch einige Tage, um die zu produzieren, und wir sind nie wirklich am Puls der Zeit, sondern es ist immer eine gefühlte Aktualität, dass wir viele Themen im Voraus planen. Das muss man wissen, ich agiere also nicht tages- oder wochenaktuell, sondern ich plane in der Regel wirklich 10 Themen im Voraus, immer mit dem Blick auf natürlich bestimmte politische Ereignisse. Ich weiß, wann Wahlen anstehen, ich weiß, wann bestimmte Themen, weil Klimagipfel ansteht oder ähnliches, dann weiß ich, wo ich Themen platzieren kann. Und gleichzeitig gehört es nach wie vor bei uns aber zum Geschäft, dass wir in der Lage sein müssen, aktuell zu reagieren, wenn etwas wirklich Gravierendes passiert. Das heißt, wir reagieren auch kurzfristig innerhalb von wenigen Tagen dann auf Anschläge in Brüssel oder ähnliches. Und insofern ist das mit der Relevanz ist sicherlich viel, viel entscheidender bei uns als die Frage nach Neuigkeit, sondern es geht für uns immer darum, tatsächlich, wie relevant ist das für die Zielgruppe, und das definieren wir natürlich zum einen so ein bisschen aus dem Interesse der Kinder, was wir glauben, was sie interessiert. Zum anderen ganz entscheidend, dass wir wirklich gucken, was hat das mit denen zu tun? Also viele Themen sind relevant und wichtig, weil wir denken, das sollte man wissen. Das speist sich auch aus unserem Bildungsauftrag, dass wir überlegen, was sollte ein Kind, ein Jugendlicher wissen? Was ist wissenswert? Das muss nicht immer mit dem Interesse deckungsgleich sein, sondern wir versuchen dann einen Ansatz zu finden, wie wir es so interessant wie möglich machen können. Aber andererseits versuchen wir natürlich auch wirklich dem gerecht zu werden, dass wir sagen, versuchen zu entscheiden, was hat es mit denen zu tun, wo tangiert es ihre Lebenswelt und wo können wir ansetzen, um wirklich zu sagen, das bringt ihnen was. Das heißt, wir versuchen ja viel weniger zu berichten, was passiert ist, sondern da wir 10 Minuten Zeit haben und den Luxus, wirklich Hintergründe liefern zu können, versuchen wir natürlich viel mehr Wissen zu vermitteln, aber auch dazu beizutragen, dass sich daraus mein Blick auf die Welt verändert und dass ich auch als Zuschauer wirklich Lösungen aufgezeigt bekomme. Nicht nur dies und jenes ist passiert, sondern wie kann man das Problem lösen? Wer arbeitet daran? Wer kümmert sich darum? Wer hat Ideen, wo das in Zukunft, wie das besser werden kann? Und zu guter Letzt im Idealfall auch, was kann ich als Kind dazu beitragen? Und das sind alles so Fragen, die wir uns stellen, wenn wir entscheiden, ist das relevant? Können wir Kindern da etwas mitgeben? Ja, aber es ist interessant, weil man da, finde ich, nochmal deutlich sieht, wie der Relevanzbegriff eben verschieden aufgefasst ist. Entweder hat es diesen, also klebt da dran Gesprächswertigkeit, also was wollen die Leute gerade wissen, also was man so sich draufsetzt, was könnte die interessieren, oder eben in ihrem Fall ganz klar, was sollen die Kinder auch wissen, also was möchten wir ihnen erklären, was Teil auch von dem journalistischen Auftrag dann eben auch ist, zu sagen, hier, wir bilden euch weiter oder wir erzählen euch den Teil, von dem wir auch glauben, das ist, gehört zu unserer Aufgabe. Aber da würde ich insofern widersprechen, das machen natürlich wir beide auch. Wenn man so ein Gefälligkeitsangebot machen würde, das kann man vielleicht machen, gibt auch Medien, die machen das, gibt auch einen Mitbewerber aus Süddeutschland, der macht das intensiv. Das machen wir beide nicht. Natürlich haben wir schon ein Selbstverständnis, dass wir sagen, wir definieren, was wichtig ist. Wie gesagt, immer mit dem, es gibt hinten raus auch noch Unterhaltsames, sonst was, aber wir definieren, was wichtig ist. Und versuchen, das dann auch zu transportieren, zu erklären in einer gewissen Weise. Wir haben gestern Breaking News verschickt zum Thema Bundesanleihen, erstmals mit negativen Zinsen. Denkt man erstmal, komische Breaking News, was ist denn das? Und da gibt es einen erheblichen Aufklärungsbedarf dann, dass man erklärt, was steht dahinter, warum ist das wichtig für die Menschen, was ist das positiv, negativ, wer investiert eigentlich noch in Staatsanleihen, wenn er negative Zinsen dafür bekommt. Also das kann man alles erklären, nur andersrum gefragt, wir können das auf die 1 platzieren, wenn wir feststellen, es liest keiner, dann ist unser Sendungsauftrag trotzdem misslungen. Da kann ich sagen, toll, wir haben es gut gemacht, Thema platziert, wichtiges Thema platziert, leider klickt es keiner an, dann habe ich es nicht geschafft. Dann muss ich halt doch irgendwie reagieren und sagen, dann muss ich das Thema anders anfassen und zur Not gelingt es mir auch mal, ein Thema nicht zu transportieren. Dann muss ich auch sagen, es klappt nicht, es interessiert keinen. Und dann wird's halt, fliegt es auch bei uns tatsächlich wieder in den unteren Bereich oder kommt ein anderes Thema hoch. Aber jetzt nichts Krawalliges und nichts mit Sex and Crime, das läuft immer. Dann muss ein anderes wichtiges Thema aufbereitet werden. Aber die Relevanz im Sinne von, was soll das Publikum eigentlich wissen, was ist denn wirklich wichtig, wenn ich heute Abend um 8 nach Hause komme, die geht es bei uns auf jeden Fall auch. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wir haben seit einem Jahr sogar noch
eigentlich die Themenauswahl, die Themensetzung gestärkt durch eine strukturelle Veränderung. Bislang hatten wir immer Chefs vom Dienst, die sozusagen den Nachrichtenstrom überblickt haben und gesagt haben, das machen wir, das machen wir. Einzelne Ressorts, die gesagt haben, ja, da könnte man jetzt noch irgendwie was Größeres machen. Das hat man in der Konferenz zusammengefügt. Seit gut einem Jahr haben wir die Rolle eines sogenannten Dirigenten, der stärker mit den Ressorts zusammen guckt, was aus dem Aktuellen ist wirklich wichtig, was müssen wir, wozu müssen wir mehr machen, wo, auf welchem Kanal erreichen wir auch wen, weil es ist schon angeklungen, inzwischen ist halt die Mobile-Nutzung bei uns ist etwa schon zur Hälfte, macht schon die Hälfte unserer Zahlen aus, mit der Tendenz nach oben. So, wie erreichen wir auf verschiedenen Kanälen welche Zielgruppe und was wollen die dort haben? Das wird sich auch in den nächsten Jahren noch weiter differenzieren, was wir für Facebook beispielsweise an eigenen Sachen machen. Wie auf Twitter was erklärt wird, wie wir Nachrichten präsentieren. Da kann ich vielleicht nochmal ein Beispiel nennen. Wir machen seit einiger Zeit Kartengeschichten, heißt das. Das sind Module, wo man sich durchwischen kann erstmal und dann verschiedene Informationen auf eine relativ spielerische Weise bekommt, wo auch mal eine Quizfrage eingestreut ist. Als ich das erste Mal gesehen habe, hat meine Nachrichtenseele gedacht, um Gottes Willen, was ist das? Aber es funktioniert tatsächlich auch, wir haben das ausprobiert für Bundestagsdebatten, ja, die sonst eher ein schwieriges Format sind, sie irgendwie spannend zu präsentieren, weil der Ablauf ja doch immer relativ gleich ist, aber da dann zu den einzelnen Rednern was einzustreuen, nochmal irgendwie einen kurzen Exkurs zu Gysi zu machen, das lässt sich über solche Formate dann natürlich gut machen und das ist auch was nach unseren Erfahrungen jüngere Leser auch im Zweifel stärker interessiert und auch dadurch dann auch Zugänge schafft zu Politikbereichen, die ansonsten eher verschlossen sind. Ja, können wir das nächste Zitat vielleicht an dieser Stelle einblenden, nur weil es dann so schön im Hintergrund steht, der Journalismus ist Dienstleister der Demokratie. Aus dieser Funktion werden die wesentlichen Erwartungen an die journalistische Arbeit abgeleitet und das ist aus dieser Studie, die mit dieser schönen Überschrift hat, Journalist oder Animateur und daher eben natürlich auch die Fragen nach dieser Relevanz, bedeutet es Gesprächswertigkeit oder gibt es eben diesen Auftrag? Sie haben jetzt alle drei schon übereinstimmend gesagt, alles in Ordnung, wir wissen genau, was wir machen müssen und so weiter, selbst trotz Internet, sozialer Medien und der ganzen Aufregung im News-Business. Das heißt, Sie würden sich alle völlig frei davon machen zu sagen, naja, aber was geklickt wird, interessiert uns natürlich schon und wir sind in einer Konkurrenz in alle Richtungen und zwar zu anderen Online-Medien, genauso auch zu sozialen Netzwerken, zu Twitter, zu den Leuten, die selber die ganze Zeit Informationen raushauen. Also wir orientieren uns, wir können uns gar nicht mehr nur daran orientieren, was von dem wir glauben, damit müssen wir Leute informieren, weil es eben dazugehört zu dem journalistischen Auftrag. Es klingt alles gerade, als wäre eigentlich alles in Ordnung und es müssten nur neue Formate her. Also bei uns ist alles in Ordnung. Es ist wirklich so. Ich glaube, dass natürlich gucken wir sehr intensiv auf die Klicks. Ist ja bekannt, klar. Ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, dass alle es wissen, dass die Online-Medien natürlich in Echtzeit verfolgen. Bei uns ist der Traffic inzwischen 70%, am Wochenende 90% über Mobilgeräte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen die Zeit erreicht. Wir erreichen 12 Millionen verschiedene Menschen im Monat in Deutschland. Das kann man auch mal sieht, was eigentlich die Nachrichten, das Agenda-Setting dominiert. Also die FAZ hat eine Auflage von 240.000 und NTV.de erreicht 12 Millionen. Das sind also da verschiebt sich was, was wir noch gar nicht wahrgenommen haben. So, aber jetzt ist unser Motto trotzdem, wir machen, das ist unser Leitmotiv der Redaktion seit vielen Jahren, wir machen die Nachrichten, die wir selber gerne lesen wollen. Und da gehört, ich bin auch ganz normaler Leser und ich lese nur nicht gern was über Bundesstaatsanleihen oder über den Brexit oder über sonst was. Ich wundere mich auch über Jogi Löw zum Beispiel. So, und das ist dann auch bei uns ein Thema, natürlich. Ja, das müssen wir überlegen, wie machen wir das, wie bereiten wir das auf, da machen wir uns Gedanken, da schießt man mal das Ziel hinaus oder mal weniger und so. Aber im Grunde genommen sind es nicht Themen, die die Lebenswirklichkeit widerspiegeln. Das versuchen wir auf unserer Seite auch zu machen. Was ist denn eigentlich heute los, Floskelbüro? Gibt es in der Welt? Ich meine, ich habe schon lange nicht mehr ins Internet geguckt.
Ja, wir gucken parallel immer dpa-Ticker und was haben wir noch auf? Süddeutsche Zeitung, Spiegel Online, Reuters, Tagesschau, Reuters, Tagesspiegel, NTV nicht. Das sind keine großen, wichtigen Dinge, die jetzt allmeldungsmäßig rübergekommen sind. In Berlin haben sie 80 Kilogramm Heroin gefunden in einem Auto am Straßenrand. Wem auch immer das gehört. Aber da kann ich mal einhalten. Ich sag schon mal was, nur mal ganz kurz zu dieser 80 Kilogramm Heroin-Meldung. Ich will jetzt nicht wichtig tun, aber typische Meldung kommt, größter Fund seit und dann kommt irgendein Betrag, da steht bestimmt am Ende. So groß wie das Saarland. Nee, 80 im Wert von 80 Millionen irgendwas. Dass das in der Produktion nichts gekostet hat, dass das die Dealer, die Bohnen interessiert, ob da 80 Kilo abhanden kommen oder nicht. Ja. Das taucht nicht auf. Wir tun so, als ob den Dealern jetzt irgendwie Millionen Werte verloren gegangen sind heute. Die ärgern sich eigentlich darüber, denken schon wieder. Und dann ist gut. Und das wird nicht transportiert. Das sind alles so Kleinigkeiten. Das wird auch bei uns heute wahrscheinlich so stattfinden. Da muss jemand hingehen und sagen, Mensch, hier, nee, guck mal hier. Verkaufswert spielt eigentlich keine Rolle. Zack, weg. Ist eigentlich keine Nachricht. Ja. Wir hatten euch eine Einmeldung bekommen, haben Sie vielleicht auch bekommen von Mitbewerbern zum Thema Belgien waren vor Terroranschlag. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen bekommen hat, von Mitbewerbern. So, da bleibt man ratlos zurück. Das ist genau, also mit der Information kann ich nichts anfangen. So, sollen wir noch einen kleinen Überblick? Sag doch mal, ja. Kaffee verursacht keinen Krebs. Ah, bitte? Kaffee verursacht doch keinen Krebs. Ist dein Mikrofon an? Ja. Die Uni Rostock darf Edward Snowden nicht zum Ehrendoktor machen. Sehr schade. In der Schweiz, die haben ja ein EU-Beitrittsgesuch vor 24 Jahren gemacht. Das haben sie ja zurückgezogen. Also quasi vor dem Brexit sind sie, also sie waren gar nicht dabei und wollen jetzt auch nicht mehr. Es wird ein russischer Hooligan-Experte interviewt in einer Sportagentur, der eigentlich aber Filmemacher und Journalist ist, aber zack, hat er schon das Etikett Experte drauf. Mhm. Bei Twitter, Twitter hat Anteile bei Soundcloud. Ich denke mal, viele kennen das. Mal Arm hoch, wer kennt Soundcloud? Oh, doch so viele. Okay. Ist ein Berliner Unternehmen, wissen gar nicht so viele, ist ein Berliner Unternehmen und Twitter hat Anteile in Höhe von 70 Millionen Dollar gekauft. Das ist schon mal sehr spannend, oh, weil Audio eigentlich ja relativ wenig irgendwie supportet, habe ich immer so einen Eindruck. Podcasts und weiter gehen unter. Was haben wir denn noch? EM, da gibt es natürlich heute drei Spiele. Russland, Slowakei in Lille, in Paris Russland und die Schweiz und in Marseille ist Frankreich gegen Albanien. Ich habe noch den Klassiker aufgeschrieben, der auch so wörtlich über Agentur kam. Die Aktienbörsen sind leicht erholt, aber die Nervosität bleibt. Ja, super. Aber eine Sache, also eigentlich gar nicht so lustig, auch nochmal zur EM, dass zwei Dutzend, ich finde das auch mal toll, dass zwei Dutzend Leute sind ums Leben gekommen oder so, ne? Also Dutzend ist für mich irgendwie Eier oder so, aber nicht Menschen. Also ich finde, das sollte man nicht verwenden, das Wort. Jedenfalls zwei Dutzend deutsche Hooligans haben Einreiseverbot nach Frankreich bekommen. Ein weiteres Dutzend, das stand tatsächlich so in der dpa, Meldeauflagen. Aber jetzt kommt's, insgesamt 2500 gewaltbereite Hooligans gibt es in der deutschen Gewalttätersportdatei. Die dürfen nach Frankreich. Oder sind vielleicht schon da. Ja. Dankeschön für diesen kurzen Rundumblick. Gerne. Dann haben wir zumindest, dafür darf man auch mal applaudieren natürlich. Da haben wir jetzt natürlich Glück gehabt an dem heutigen Tag, dass wir nicht in irgendeine Situation gekommen sind, in der große Eilmeldungen, große Katastrophen passieren. Aber das hat die Welt immer wieder und gab es in letzter Zeit ja auch. Wie umgehen mit diesem ganzen Schnelligkeitsirrsinn? Jetzt haben wir ja gerade schon über Konkurrenz gesprochen und über doch Dinge, die man wahrnehmen muss in der Veränderung der Nachrichtenwelt. Ich meine, 9,5 hat höchstens ein Sendezeitproblem, wenn was Schlimmes passiert wie in Paris, dass sie sich überlegen müssen, ob sie es noch machen, wenn es dann viel später ist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, nach was diskutieren Sie oder unter welchen Kriterien diskutieren Sie dann, also in wirklich Terroranschläge, größere Ereignisse, die wirklich eine Weile lang auch alle Newsflächen beherrschen? Also ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht als die Sendung, die wir damals dann gemacht haben zu den Anschlägen in Brüssel. Dadurch, dass wir nur einmal in der Woche senden, ist das mit der Schnelligkeit, wie gesagt, so eine Sache. Wir haben verhältnismäßig viel Zeit, aber stehen dann immer vor der Herausforderung, können wir das noch bringen? Ist das dann noch neu oder relevant genug? Oder wie schnell können wir auch was auf die Beine stellen? Und oft ist es dann so, wenn so ein Ereignis uns mittwochs oder donnerstags ereilt, dass wir entscheiden müssen, schaffen wir was Sinnvolles, wo wir wirklich 10 Minuten Hintergründe und Erklärungen liefern können und nicht nur einen Abriss über die Chronologie der Ereignisse und keiner weiß,
weiß eigentlich, wer waren die Täter, was wollten die, sondern ich erfahre, um 11 Uhr explodierte am Flughafen diese Bombe, wenige Minuten später in der Metrostation da eine, und ich weiß eigentlich als Kind überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll, wie soll ich das einordnen. Insofern stehen wir oft dann eher vor der Herausforderung, nicht die Ersten zu sein, sondern zu überlegen, wann und zu welchem Zeitpunkt können wir daraus eine sinnvolle Hintergrundgeschichte machen. Und in dem Fall war es tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob noch jemand weiß, was für ein Wochentag es war. War es ein Donnerstag, war es ein Mittwoch, ich weiß es nicht mehr, ein Dienstag sogar. Wir haben uns Dienstag. Wir haben uns damals tatsächlich nach langem Hin und Her entschieden, es nicht an dem Samstag zu machen, weil am Donnerstag immer noch nicht wirklich klar war, wie der Hintergrund ist. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir können da jetzt zwar Nachrichtenbilder verwursten, aber nicht unter dem der Machart, wie wir sonst arbeiten, eine sinnvolle Geschichte. Also haben wir eine Woche länger gewartet, damit riskiert, dass wir nicht mehr wirklich nah dran sind, sondern Gott sei Dank auch schon so ein bisschen das wieder abgeflaut war. Aber wir konnten dann, glaube ich, für unsere Zielgruppe sehr viel mehr liefern, weil wir zu dem Zeitpunkt dann wirklich eine Geschichte hatten, wo wir sagen konnten, wir haben die Frage gestellt, du bist als Kind, hörst sowas und bist schockiert und du fragst dich nicht in erster Linie, was ist passiert, sondern wer macht sowas? Warum macht jemand sowas? Und um das zu erzählen, brauchten wir einfach die Zeit und das Wissen um die Hintergründe, und die haben wir uns genommen und dann eben 10 Tage später gesendet und gesagt, wir erklären jetzt mal wirklich, was bewegt diese Menschen. Wir haben mit einem früheren Salafisten-Aussteiger gesprochen, der uns einfach erzählt hat, was ihn dazu bewegt hat, dass er mit solchen Leuten Kontakt hatte, dass er genauso Leute kennt, die wirklich nach Syrien gegangen sind und sich dort ausbilden lassen, und haben gleichzeitig auch ein Projekt gefunden, wo wir eben dann gesagt haben, zeigen konnten, dass es auch Menschen gibt, wo man sich Hilfe suchen kann, wenn man das Gefühl hat, man kennt vielleicht jemanden, der sich radikalisiert oder der Kontakt zu so einer Szene hat oder sich Sorgen macht oder dass in der Familie irgendwie Vermutungen auftauchen. Und das sind dann die Dinge, die für uns wichtig sind, und nicht eben die Frage, wie schnell können wir die Ersten sein. Gibt es Erhebungen, wie viele Erwachsene das gucken? Sehr viele, ja. Tatsächlich ist es so, dass wir offiziell unter dem Titel Familienprogramm auch senden, und es nach wie vor so ist, dass fast die Hälfte unserer Zuschauer, zumindest in der ARD, wir senden in der ARD und im Kika einen Tag später, und in der ARD sind es fast 50% Erwachsene. Ja, ich bin auch großer Fan der Kika-Logo-Nachrichten. Ich finde das großartig, ich weiß nicht, wer das kennt, wie komplexe Themen immer mit eigentlich Schautafeln sehr, sehr anschaulich erklärt werden und in einem unglaublich ruhigen Duktus, da ist die Schnittfrequenz wahrscheinlich sehr gering. Letztendlich, um auf so ein Beispiel wie Brüssel zurückzukommen, erfordert das von Redaktionen wie unseren beiden eigentlich immer zwei Sachen gleichzeitig. Erstens unglaublich schnell und nah dran zu berichten und gleichzeitig im Prinzip möglichst darzustellen, was ist wirklich gesichert, ganz viel zu erklären, versuchen zu verstehen, was da passiert. Wir haben da inzwischen einen Schluss draus gezogen, dass wir in solchen Großlagen gleich zwei Teams bilden. Ein Team, was sich um diesen schnellen Nachrichtenfluss bemüht, kümmert, was sich dann in einem Live-Blog zeigt, was wir versuchen, relativ nicht so atemlos zu machen wie manche andere, sondern sehr genau zu gucken, sind die Nachrichten wirklich verifizierbar, das Zwei-Quellen-Prinzip beizubehalten, sprich wir berichten tatsächlich nur darüber, was wir auch aus zwei gesicherten Quellen haben, und Quellen ist damit nicht gemeint, die dpa hat berichtet, sondern ganz stark Twitter, aber zu gucken, was sind da wirklich Quellen, denen wir vertrauen können. Das ist so der eine Strang. Und der andere Strang ist ein Team, was sich erstmal darum kümmert, wirkliche Fakten zu sammeln, was durchaus auch erstmal nur für die gesamte Redaktion ist, auf ein Dokument zu erstellen, wo die Sachen drinstehen, die wir wirklich wissen.
daraus entwickeln wir meistens auch ein, was wir wissen und was wir nicht wissen, weil die Transparenz darüber, dass wir gar nicht alles wissen können, finde ich heute auch gerade wichtig. Also Sie hatten ja vorhin gefragt, ob alles in Ordnung ist. Die Schwierigkeit heute, Nachrichten zu machen, liegt ja auch darin, dass wir nicht nur Konkurrenz zu Journalisten, quasi zu anderen journalistischen Produkten haben, sondern zu ganz vielen anderen Formen, die vom Gerücht bis zu Blogs und sonst was gehen. Unsere große Aufgabe, eine große Gefahr, aber auch eine große Chance ist, zu gucken, dass wir uns davon abheben, dass wir sozusagen wirklich die Sachen bringen, erklären, von denen wir auch sagen können, dass wir, dass es richtig ist. Also möglichst objektiv zu sein, um dann noch so eines der Kriterien zu nennen, die da, glaube ich, auch bei Wikipedia vorhin aufgetreten sind. Diese Sache mit der Schnelligkeit, man sagt es einfach mal so, wir müssen möglichst schnell sein, man findet Möglichkeiten dann eben dabei auch möglichst genau zu sein. Gibt es dann eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, diesen wahnsinnigen Schnelligkeitsdruck aufzuheben? Weil ich finde, wenn man von außen guckt, dann ist trotzdem, es passiert was Schlimmes in der Welt und es ist bestimmt wichtig, dass man bald weiß, was da ist. Aber es wird ja in solchen Situationen extrem absurd, dass man denkt, ist es wichtig, ob ich das um 23.20 Uhr weiß oder vielleicht um 23.40 Uhr, wenn ich dafür aber 70 mutmaßliche Meldungen dafür überspringen kann. Also ich meine, das ist wichtig, ja. Um 23.40 Uhr schlafen Sie nämlich auch schon, um 23.20 Uhr noch nicht vielleicht. Nee, aber nehmen Sie eine andere Uhrzeit, Es ist wichtig. Tatsächlich, wir drehen da auch mit und sind auch immer unglücklich, wenn, also die Zeit ist bestimmt noch tatsächlich zurückhaltend, als NTV das zum Beispiel macht. Das sehe ich ja auch. Stichwort auch Vier-Augen-Prinzip, wenn die dpa was vermeldet, dann ist das für uns eigentlich, dann ist das so. Es sei denn, die schreiben natürlich drin, wir wissen es auch nicht und haben es irgendwie gehört. Das gibt es ja auch manchmal bei der dpa. Ja, die dpa kommt auch in den Zugzwang, dass sie feststellt, Mensch, alle reden darüber, aber ich habe noch gar nichts. Dann fängt die dpa selber an, sowas mitzuspielen und schickt an die Redaktion, Achtung, Achtung, genau, das wissen wir nicht, aber alle Welt redet darüber, dass es sein könnte. Ganz gutes Beispiel, der Tod von Prinz. Ja, sowas, genau. Den hatte nämlich, das hat irgendein ein Promi-Magazin, ein Online-Promi-Magazin in den USA gemeldet und offenbar hat niemand sozusagen die Managerin irgendwie direkt ans Telefon bekommen und es gab nichts. So, genau. Aber trotzdem hatten schon alle darüber berichtet. Ja, das ist also alle Agenturen, da war nichts mit Zwei-Quellen-Prinzip. Es wird albern natürlich, wenn man immer reinschreibt, offenbar und mutmaßlich und hätte, habe, solle. So, das ist schwierig tatsächlich. Aber wir sind im starken, wir jedenfalls als Anspruch, wir wollen die Ersten, wir wollen sehr aktuell berichten über alles. Wir haben schon den Anspruch, eigentlich auch die Ersten zu sein. Und nicht mit Unsinn zu vermelden, sondern natürlich, dass man so, wenn wir das machen würden dauernd, das Publikum würde sagen, Mensch, die NTV da wieder, hat hinten und vorne nicht gestimmt, das wäre nicht gut für uns. Also das möchte ich nicht lesen, ich bin ja mein eigener Leser. Ja. Die Leser wollen es auch nicht haben, also versuchen wir das zu vermeiden. Passiert zweimal im Jahr, aber versuchen wir zu vermeiden. Aber die Schnelligkeit ist doch ganz wichtig. Also wir haben da noch... Schnelligkeit ist wichtig, aber tatsächlich ist bei uns schon auch die Maßgabe, auch der Mut, dann mal eine Lücke zu haben. Ist für den CVD manchmal schwierig, wenn sich rausstellt, dass eine Nachricht dann tatsächlich stimmt. Irgendein Überfall auf ein Flüchtlingsheim beispielsweise, wo man auch erst nur über Twitter vielleicht zwei Sachen gehört hat. Dann stellt sich raus, war ein großer Angriff, kommt in der nächsten Konferenz. Warum hatten wir nicht? Also, das ist natürlich immer ein Zwiespalt, aber das trauen wir uns dann schon einfach auch manchmal zu. Und der Mut zur Lücke ist ja auch, hast du auch schon angesprochen, das finde ich wirklich ganz wichtig, auch nicht nur bei Großlagen, dass man dokumentiert, was man auch nicht weiß oder was nicht gesichert ist. Ja. Also es gibt oft so, dann sagen auch die Kollegen zu mir, da weiß man doch noch gar nicht. Und dann sage ich mal, aber der Leser fragt sich jetzt, ja, wer steckt denn dahinter? Da muss man halt wenigstens reinschreiben, wir wissen es noch nicht. Und nicht erst irgendwann sagen, na gut, das ist doch logisch, dass ich es nicht weiß, sonst würde ich es da reinschreiben, so ist es nicht. Die Leser stellen sich genau die gleichen Gedanken wie, also sie sind ganz normale Leser und Informationsinteressierte und stellen sich Fragen und die versuchen wir aufzugreifen. Da kommt dann leider raus, manchmal auch ein Artikel, 10 Fragen, 10 Antworten zu und bei 9 Fragen steht halt, wissen wir nicht. Also ist schöner verpackt, aber es steht eigentlich hin, nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Das kommt vor. Wir müssen mal, ich würde nämlich so gerne den
das übernächste Zitat einwerfen. Das nächste ist aber auch wichtig, aber das haben wir, da sind wir schon irgendwie durch. Wenn das hier, das kommt nämlich von Udo Stiel. Nee, davor, das wollte ich, das ist der Udo Stiel, der hier steht, hat mal das Schöne gesagt, was spricht eigentlich dagegen, Nachrichtensendungen der Meldungslage anzupassen? Nicht mehr das Format bestimmt den Inhalt, sondern der Inhalt bestimmt das Format, finde ich sehr lobenswert. Das wollte ich vorhin noch einwerfen, als Maike Pies gesprochen hat, weil das ist natürlich, genau, also man kann sagen, es ist jetzt problematisch, weil der Sendeplatz so komisch liegt. Man kann natürlich aber auch sagen, wieso können wir nicht immer alles danach richten, nach dem, was eben passiert. Ich glaube, dein Punkt war damals, warum kann man nicht Radio-Nachrichtensendungen einfach 15 Minuten lang machen, wenn eben so viele Ereignisse passieren. Wer hat denn überhaupt gesagt, dass es 7 Minuten sein müssen oder 6 Minuten oder 3? Also alles, wir basteln uns ja auch eine wirklich extrem seltsame Nachrichtenwelt zusammen, die immer eingepasst werden muss. Das fand ich nochmal einen guten Punkt. Ich überspringe den trotzdem zu dem, weil wir auch schon drüber ein bisschen gesprochen hatten. Und da nämlich Alain de Botton, ich weiß nicht, ob man ihn mag oder nicht, ist ein Philosoph und Schweizer, der ein Buch geschrieben hat, Nachrichten, eine Gebrauchsanweisung. Also ich weiß nicht, ob Nachrichtenleute ihn mögen oder nicht, aber ich finde, dass er in diesem Punkt nochmal schreibt, warum brauchen wir das Publikum ständig die neuesten Nachrichten? Ich glaube, man sagt nicht die neuesten. Angst ist ein wichtiger Faktor. Schon nach kurzer Zeit ohne Nachrichten mehrt sich unsere Beklemmung. Wir wissen, was alles passieren kann und wie schnell. Und damit schiebt er natürlich die Verantwortung für dieses schnell, schnell, schnell den Nachrichtenjournalisten zu. Also die das Publikum wieder so in dieser Spannungssache halten. Ich muss wissen, was als nächstes passiert. Und da, darauf würde ich gerne hinaus, gibt es ja diese seltsame Überschneidung von Nachrichten und Entertainment. Irgendwann wird dieses Relevanzding zu so einer schwammigen Größe. Ich muss halt jetzt wissen, was ist denn jetzt? Ach so, jetzt sind schon so und so viele Tote. Und das, so ist es weitergegangen, die Geschichte. Und denken Sie dann nicht manchmal als Nachrichtenmacher, wir nähern da so eine Haltung, die tatsächlich nicht so sinnvoll ist, weil es irgendwann gar nicht mehr darum gehen kann, die Welt dann besser zu verstehen, sondern wirklich in so einer Spannungshaltung gehalten zu werden, dank aller Eilmeldungen, News-Ticker, der ganzen Maschinerie, die die Leute natürlich, man sagt, die Leute wollen mehr wissen, aber sie, das ist ja auch alles, hat ja eine ganz schöne Dramaturgie, ne? So eine Entwicklung der Nachricht so mit zu beobachten, wie man es mittlerweile kann, zwar bisher nur Nachrichtenmachern vorbehalten. Das ist jetzt eine schwierige Frage für News-Junkies, die immer an allem Neuen ganz schnell und brennend interessiert sind. Ich weiß nicht, ob an der Stelle eine Journalistenbeschimpfung das richtige Mittel ist. Also es bedingt sich natürlich. Also das Publikumsinteresse bedingt eine gewisse journalistische Herangehensweise, was wird veröffentlicht, was nicht, und umgekehrt befördert man durch beispielsweise ein hohes Eilmeldungstempo natürlich auch das Bild, dass irgendwie gerade ganz viel passiert. So, wenn man dann sozusagen zurücktritt und nochmal überlegt, ist das wirklich relevant, kann man das von journalistischer Seite, glaube ich, schon auch ein bisschen in einem Rahmen halten, der für das Publikum erträglich ist. So, das ist, aber letztendlich für uns als Nachrichtenjournalisten ist natürlich das Neue, was passiert, auch immer treibendes Moment. Ganz klar. Das stimmt, aber ich glaube, wir sind ja relativ ähnlich, wirkt vielleicht von, ich glaube, wir arbeiten relativ ähnlich. Und es machen manche Mitbewerber auch anders. Also was zum Beispiel dieses Eilmeldungstempo und wie muss ich mein Publikum eigentlich immer wieder begeistern, für den Impuls geben, guck doch mal schnell nach. Und ich glaube, es gibt ja immer Tage, da passiert wirklich relativ wenig und es gibt keine Impulse, die NTV-App oder die Zeit-Online-Seite aufzumachen. Aber es gibt dann Gelegenheit, Stücke zu platzieren, die eben sonst im Nachrichtensturm untergehen würden. Also wer die NTV-App heute aufgemacht hat, hat gesehen, dass wir eine Reportage gemacht haben als Aufmacher über einen irakischen Flüchtling, der in Deutschland war und zurückgekehrt ist. Wir hatten einen Kollegen, der hat mehrere Flüchtlinge begleitet, die also in Deutschland waren und wo sich der Lebenstraum nicht erfüllt hat, der neue, und zurückgegangen sind und ist also in Irak geflogen und hat Reportagen gemacht. Das ist für uns als Nachrichten relativ schwierig, solche Themen, weil das Publikum kommt erstmal was Neues in der Welt. Aber dann können wir sagen, du, heute war das und das, alles gut, heute Abend wird Fußball gespielt, liest dir mal die Reportage durch. Und das klappt erstaunlich gut, weil wir natürlich den Vorteil haben, wir müssen nicht dauernd das Publikum anfixen, wir haben eine extrem hohe Quote, deshalb bin ich auch so ein Social-Media-Skeptiker, gebe ich zu, eine sehr hohe Quote von Menschen, die uns direkt ansteuern. Also die liegt bei 80% plus X, die also wirklich nicht sagen, ich bin über Google, über irgendwas, sondern die machen die NTV-App oder die ntv.de-Seite auf. Und die kommen natürlich dahin mit dem Impuls, was gibt's Neues? Aber wenn es nichts richtig Knalliges Neues gibt und wir bieten noch eine Irak-Reportage an oder es kann auch was anderes sein,
eben heute mal 10 Fragen zum Brexit oder dies oder das, was man also heute machen kann oder morgen machen kann oder übermorgen, dann wird das zur Kenntnis genommen. Und das Erstaunliche, um noch den letzten Satz anzufügen, das wird auch auf den Apps, das war meine große Sorge, was machen die Leute, die mobil lesen, wenn das Publikum immer weiter auf die kleinen Bildschirme abwandert, sind nur noch 10 Sekunden immer auf einer Nachricht und dann mühsam, weil eine Irak-Reportage ist halt, die ist, glaube ich, mindestens 15 Absätze lang. Und das Erstaunliche ist, es funktioniert, die Leute lesen auch auf den Smartphones lange Stücke, wenn sie denn tragen. Es gibt auch Nachrichten, die sind aufgebläht, da fängt im zweiten Absatz nämlich schon an, gestern erst hatte, und natürlich steigt dann jeder aus. Bei gestern erst hatte ist mir jeder Leser weg. Ist klar. Ja, das stimmt wohl. Das kann ich bestätigen. Also wir haben relativ viele Longforms, das heißt Stücke, an denen mehrere Kollegen sehr lange recherchiert haben. Die letzte große hat sich dem Thema Pendeln gewidmet. Das hat jetzt überhaupt gar keinen aktuellen Anlass gehabt, nichts. War sehr aufwendig, ist aber explizit für Mobilgeräte ausgedacht worden. Natürlich kann man sich das auch wunderbar auf dem Desktop angucken, gar kein Problem. Aber wenn man das Thema Pendeln behandelt, muss man natürlich mobil schon deutlich in den Fokus nehmen. Das kennen Sie alle. Das Interessante ist, wenn in dem Stück sind sehr viele Grafiken eingearbeitet, auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen, vielleicht auch noch ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut gelesen worden, obwohl es auch ein ganz langes Stück ist, mit vielen Grafiken unterbrochen, wo man denken könnte, oh, da sind sehr viele Ausstiegsmöglichkeiten. Aber nein, es ist solche Sachen werden tatsächlich viel gelesen. Und das ist auch was, wo wir als Redaktion uns relativ viele Gedanken machen, was sind so Themen, die wir bringen können, die fernab von diesem ganzen Strom sind, den wir zwar abbilden, aber was ist sozusagen weiterhin noch interessant? Ein anderes Beispiel, wir hatten kürzlich einen Bericht von einem unserer Kulturreporter, Dirk Gieselmann, der mit der U-Bahn vom Kreuzberg nach Mitte gefahren ist, um dort irgendwie ein neueres Restaurant aufzusuchen. Das war hatte überhaupt nichts mit Nachrichten zu tun, es war aber einfach sehr wunderbar lesbar, es war witzig, es hat offenbar den Nerv von vielen Lesern getroffen und war irgendwie, ich glaube, im April eines der meistgelesenen Stücke. So, also es ist dann halt, glaube ich, schon auch Aufgabe von uns immer zu gucken, was sind Themen, die so diesen Breaking News Eifer vielleicht auch einfach unterbrechen können. Ich habe noch ein Zitat, das ich mit Maike Peace in Verbindung gebracht habe. Das heißt, wir stehen für einen Journalismus, der nicht nur Probleme beschreibt, sondern auch Lösungen diskutiert. Wir stehen für einen Journalismus, der sowohl negative als auch positive Entwicklungen aufzeigt und so ein ausgewogenes und realistisches Weltbild vermittelt. Und das handelt sich in diesem Fall nicht um 9,5, sondern das ist ein Statement von Perspective Daily, die total gehypt wurden, die bisher noch gar keinen einzigen Text veröffentlicht haben, sondern es kommt demnächst, aber es haben schon alle darüber geredet, dass sie super sind, weil die eben das erste deutsche Portal sind, was für konstruktiven Journalismus steht. Das ist hier so ein Buzzword, was gerne überall rumgeworfen wird, nämlich eine neue Form des Journalismus, der aber am Ende, finde ich zumindest, wenn man sich mit Kinder- und auch Jugendmedien beschäftigt, schon längst existiert, nur man schreibt es eben immer jüngeren Leuten zu, dass die mit Geschichten gefüttert werden müssen, die auch gleich einen Ausweg oder eine Lösung oder jedenfalls ein bisschen mehr als nur so eine platte News bieten. Ist das ein Konzept, was Sie auch außerhalb der Idee für Kinderformate zu arbeiten favorisieren würden? Oder finden Sie, das ist einfach eine journalistische Idee, die man verfolgen muss, die gar nicht so ein Buzzword braucht wie konstruktiver Journalismus? Doch, also für uns ist es tatsächlich, glaube ich, schon lange, bevor der Begriff kursiert ist, unbewusst Praxis, also bewusst Praxis, aber nicht unter einem neuen Namen sozusagen, sondern für uns ist das tatsächlich unsere wichtigste Aufgabe, weil wir einfach mit vielen solchen Themen zu tun haben, mit denen wir 10-Jährige nicht entlassen können, indem man einfach nur schildert, was da passiert ist und was das Resultat ist, sondern wir müssen irgendeinen positiven Ausblick am Ende der Sendung immer geben und wann immer wir können, versuchen wir das so gut wie möglich. Sei das eben einfach zu zeigen, dass
Hilfe unterwegs ist, dass es Politiker, verantwortliche Menschen gibt, die sich einsetzen und die Leuten, denen Schreckliches widerfahren ist oder so, Unterstützung bieten oder sei es eben auch aufzuzeigen, was kannst du selber tun, was noch das Optimale ist, dass man auch weiß, man selber ist da auch nicht irgendwie ohnmächtig und muss zugucken, sondern es gibt Möglichkeiten, was ich tun kann. Also für uns ist das Praxis und ich würde mir das natürlich wünschen, ist mir aber auch völlig klar, dass das nicht bei jedem Thema immer machbar ist und dass das in so einem tagesaktuellen Geschäft auch nicht immer der Fokus und die Zeit ist, den Luxus, den wir haben, dann wirklich zu gucken, was man da aufbereiten kann. Aber ich finde es einen ganz spannenden und wichtigen Aspekt und ich glaube schon, dass uns das zukünftig mehr und mehr auch nicht nur im Kinderfernsehen, sondern ganz grundsätzlich beschäftigen wird und dass Leute, Leser schon danach suchen, gerade weil alles so schnell auf einen einprasselt und manchmal der Eindruck entsteht, diese Welt wird dramatischer und schlechter von Tag zu Tag und mehr Probleme überall. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass da nicht nur die positiven Nachrichten an sich Platz finden, sondern auch, wenn man über kritische und schwierige Themen redet, dass da auch darüber gesprochen wird, wo könnten Auswege sein, wo könnten Lösungsansätze sein. Ich glaube schon, dass es eine ganz wichtige Tendenz sein wird. Ja. Da sind wir auch noch in der Schlussrunde quasi bei den Nutzern gelandet, die natürlich an die dann anders mitgedacht wird, wenn man die Idee des konstruktiven Journalismus verfolgt oder die Idee, da Auswege und weitere Möglichkeiten zu zeigen. Jetzt haben wir vorhin von den, wie hieß es, Action Units gehört, also was da man nochmal deutlich sehen kann, was tatsächlich mit den mit Nutzern passiert, wenn sie Nachrichten konsumieren. In diesem Fall waren es Fernsehnachrichten. Wie ist es bei Ihnen beiden? Also dieses, was einerseits zu denken, was wollen die Nutzer, damit ich ihnen das servieren kann, aber wiederum muss ich eigentlich für News-Junkies, Konsumenten, wie auch immer man die nennen will, was sich so ein bisschen drogensüchtig anhört, aber muss ich irgendwas tun? Also muss ich die unterstützen, wenn die ganze Welt auf die einprasselt? Muss ich Foren bieten? Muss ich irgendwie eine andere Berichterstattung gerade in extremen Situationen anbieten, weil man einfach auch daran denkt, was ist eigentlich mit dieser Nachrichtenrezeption? Also was passiert auf der anderen Seite, während ich die halbe Welt zerlege in Schutt und Asche auf mancher Nachrichtenseite? Ist das für Sie ein Thema in den Redaktionen? Ja, auf jeden Fall ist es ein Thema. Wir sind ja eine der wenigen Seiten, die unter jedem Artikel noch Kommentare zulassen. Viele andere große Online-Medien haben ja inzwischen das auf wenige Debatten konzentriert. Unsere Haltung dazu ist aber, dass wir möchten, dass unsere Leser mitdiskutieren können. Das tun sie auch sehr rege. Wir haben eine relativ große Community-Redaktion, die halt genau guckt, ob diese Kommentare unseren Kriterien entsprechen. Wir kennzeichnen allerdings auch immer, wenn ein Kommentar gestrichen ist, da findet sich dann so ein Satz, bitte halten Sie sich an die Etikette, wir dulden keine rassistischen Ausdrücke. Manchmal hat man nur solche Sachen untereinander und dann kommt mal wieder ein Kommentar. Wir halten das für wichtig, weil Online-Medien nie nur eine Einbahnstraße sein können. Floskel? Die werden alle tragen sie zu euch. Ihr müsst überhaupt nicht arbeiten. Das funktioniert bei uns teilweise ganz gut, indem, also wir haben oft Leser oder User, die Kommentare schreiben, die wir dann anfragen, ob sie nicht mal einen Gastbeitrag für uns schreiben wollen. Also da passiert relativ viel. Zum Teil haben wir aber auch so begleitete Debatten, wo dann in einer Stunde irgendwie ein, zwei Redakteure direkt mitdiskutieren. Es ist aber sowieso so, dass in unserem Kommentarbereich die Redakteure sich auch immer wieder einschalten. Das machen aber die einzelnen Leute sehr unterschiedlich. Also ich habe den Eindruck, dass die Nachrichtenredakteure das relativ wenig machen, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Zeitgründen. Also wer einen dicken Kommentar zur AfD geschrieben hat, nimmt sich da eventuell ein bisschen mehr Zeit. Die Nutzer, die Kundschaft. Die verstörte Kundschaft. Ich glaube, die ist gar nicht so verstört. Ich halte die für relativ mündig, ehrlich gesagt. Ich halte die nicht für betreuungsbedürftig. Das klingt jetzt so, das soll nicht überheblich klingen. Wir haben das mit den, also wir kommentieren bei uns nicht tatsächlich. Das lassen wir ganz in Ausnahmefällen zu, dass wir wirklich eine Debatte auf der Seite aufmachen bei uns. Wir haben das schon eingestellt vor gefühlten 15 Jahren. Da hieß das noch Foren und man hatte eine Community. Die Älteren erinnern sich. Da hatten wir ein Nahostforum. Kann man sich überlegen, was passiert ist.
das hat so viel Kapazitäten gebunden, dieses Nahostforum in Schach zu halten, wo sich 100 Menschen gegenseitig beschimpft und beleidigt haben, das müssen wir uns eigentlich nicht antun. Und deshalb verlagern wir das tatsächlich stark auf Facebook konkret, also die Debatten über unsere Artikel. Die werden auch moderiert oder da mischen wir uns ein bisschen ein. Wir rufen nicht nur in den Wald hinein, wir hören auch, was zurückkommt, durchaus, nehmen auch Anregungen auf, haben auch schon Menschen gehabt, die gesagt haben, ist eine exponierte Meinung, das klingt versiert, was sie sagen. Dann hatten die auch einen kompetenten Hintergrund und die haben wir eingeladen, was zu machen und ihre Sicht darzustellen. Die werden auch bezahlt dafür. Kleine Randnotiz. Aber also das durchaus, aber im Grunde genommen haben wir so ein Selbstverständnis, wir liefern die Informationen, wir haben so ein bisschen den Einbahnstraßengedanken tatsächlich, den haben wir, ob ich das selbstkritisch, weiß ich gar nicht, ich finde es eigentlich gut, sonst würde ich es ja nicht machen, dass wir senden das und darüber kann man es unterhalten, da können Sie in die Kneipe gehen und sagen, Mensch, habe ich bei NTV gelesen heute, soll man das machen, ist das gut oder nicht, kann man auch bei Facebook diskutieren, aber wir können nicht mit, ich habe schon gesagt, die Zahl, ich sage es gerne nochmal, dann bleibt es im Gedächtnis, die 12 Millionen Nutzer, wir können nicht mit 12 Millionen Leuten kommunizieren, das funktioniert nicht. Das ist auch ein gutes Zitat für so eine Schlagzeile. Wir können nicht mit 12 Millionen Leuten diskutieren. Das kann man auch mit rausgehen an dieser Stelle.